Moin Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Alarm für Cobra 11 Burning Wheels. Und wir starten diesmal hier Tankstelle Industriepark. Und wir nehmen, welches Auto nehmen wir? Wir nehmen den Polizei-Offroader. Und ich glaube, ich weiß schon, was für eine Mission hier folgt. Aber ich verrate es euch noch nicht, weil es gleich eben zum Spruch kommt. Ja, diese Mission, ganz ehrlich. Zentrale an Cobra 11. Einsatz am Containerhafen. Eines der Binnenschiffe entsorgt gerade Müll im Fluss. Beeilt euch und erwischt den Kapitän auf frischer Tat. Bis die Wasserpolizei vor Ort ist, haben sich alle Beweise buchstäblich aufgelöst. Giftmüll löst sich auf? Okay. Auf normal spielen wir das Ganze. Und da sind wir auch schon. Wie sollen wir denn bitte schon an den Kapitän rankommen? Ich hab da so eine Idee. Ja, ich ahne es, aber das ist nicht dein Ernst, ne? Das tust du nicht. Ach was, glaubt mir, über die alte Rampe am Hafen ist überhaupt kein Problem. Ja, dein Wagen, meine Knochen. Seit du bei dem Joha auf dem Lehrgang warst, lässt du echt nichts mehr aus. Stell dich nicht so an, im schlimmsten Fall musst du ein bisschen schwimmen. Ja, sehr lecker. Wer weiß, was der Kerl da gerade ins Wasser lässt. Will ich aber auch nicht wissen. Ja, dann müssen wir. Das wird nicht so einfach. Nur weil jetzt noch der Kran ja dazu kommt. Scheiße. Blau nicht an. Na super. Okay, er darf schwimmen gehen. Nein. Oh Scheiße. Kacke. Nein, nicht getroffen. Scheiße. Ah, fuck, ey. Gut, Neustart. Nein. Meine Fresse. Gut, dürfen wir neu starten. Hier, Neustart. Wie sollen wir denn bitte schon... Seht ihr, deswegen hasse ich diese Mission. Lau nicht ab. Dein Ernst. Mit 110, jawohl, ist klar. Zack, jawohl, jetzt haben wir es geschafft. Jetzt nur noch hier. Ach du Scheiße. Nein! Das gibt's doch nicht! Schaff ich das jetzt noch? Komm. Nein, natürlich nicht! Mann! Du Scheiße! Ich will nicht! Wiederholen! Wie sollen wir denn bitte... Bla! Mit Lenny am Arsch! So, das erste ging ja jetzt. Wenn du es gerade fährst, dann geht's ja noch. Also, wenn man gerade fährt, ne? Ja. Nein! Scheiße! Wenn man genug Schwung hat. Hier, Neustart. Wie ja. Sollen wir denn... Bleib stehen. So, jetzt müssen wir hier über die Rampe. So, hier rüber schnell.
dann da den Checkpoint mitnehmen und mit 110 darüber. Und dann langsam hier anhalten. So. Jawohl, geschafft. Endlich. Weiter. Und der Fall Bombenalarm. So viele Explosionen hier, also. Weil wir haben ja jetzt hier. So, das. Ich guck mir mal an, was wir jetzt schon alles frei haben. Fertig haben. Die Liga Teil 10. Ich denke, wir haben abgeschlossen. Vielleicht kommt da noch was. Also, uns fehlt jetzt hier noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 Missionen. Das könnte jetzt nochmal spannend werden. Hoffentlich. So, wir nehmen diesmal Hafen Kai und wählen. Hehe, Spürpanzer. Ich wollte gerade sagen, wie der sich schlägt im Gegensatz zum Zug. Mal gucken, ob wir den Zug noch überholen können. Ja, können wir. So, dann stellen wir uns hier mal auf die Gleise. Weil. Sieh mir, wir haben eine Bombenwarnung gehalten. Auf sämtlichen Gasrohren im Industriegebiet wurden Bombenpäckchen platziert. Ihr solltet herkommen. Ich schicke euch die Position ins Navi. Ja, machen wir gleich. Aber erstmal zerstören wir unser Fahrzeug. Okay, oh. Wir sind unterwegs, aber was sollen wir machen? Wir sind doch keine Experten für die Entschärfung. Ich weiß, aber unser Experte kann die Bomben nicht entschärfen. Sie müssen mit einer bestimmten Geschwindigkeit von den Rohren gerissen werden, damit der Bewegungsauslöser nicht zündet, weil er recht träge ist. Ich ahne, was jetzt kommt. Niemals! Wart doch erstmal ab! Die Sprengsätze sind sehr klein und können nur auf den Rohren echten Schaden anrichten. Geht aber einer hoch, gibt es eine Kettenreaktion und die halbe Stadt explodiert. Ihr wisst ja, was jetzt kommt. Wir haben euch an jedem Sprengsatz ein paar Behelfsrampen platziert. Und ihr müsst die Sprengsätze mit der passenden Geschwindigkeit treffen, damit sie nicht auf den Rohren explodieren, sondern erst auf dem Boden. Na dann los, nicht zu lange überlegen. Na toll. Heißt, wir dürfen jetzt Bombenentschärfer spielen. So, machen wir hier mal das Blinkelicht an. Und dann. Naja, wir können ja mal. Wir können das ja mal mit dem Ding hier versuchen. Mal gucken, ob wir damit dann. Ja, da hochkommen. Ich glaube eher nicht. Mal gucken, was wir mit Fahrzeug kriegen. Bin gespannt drauf. So, hier den kleinen. Sieht das aus wie ein Porsche? Das ist ein Porsche. Uiuiui. Der ist geil. Zack, natürlich an der Feuerwehr geparkt. Weiter. 5 Minuten haben wir. Okay. Für 10 Gramm. So, ersten haben wir geschafft. Ah, scheiße. So, hier neben langfahren. Und dann den nächsten ausknocken. Mit 100. Ja, schafft man nicht so ganz. Na doch. Davon ist noch eine! So, 120 schaffen wir. Und auf dem Hausmüll gelandet. Super. Was war jetzt hier? Oh, die Rampe. Mit 110. Okay. Boah, das wäre um ein Haar schief gegangen. Ja, weil wir recht langsam waren. Okay, wenn
aber kein Nitrat ist, halt irgendwie scheiße, weil dann funktioniert das Ganze nicht. Fuck, ey. So, 2 Minuten dürfen halt. Also, wir haben die noch vorne. Mann, wie viele denn noch? Schöner Überschlag übrigens. So, hier durch. Ist das jetzt die letzte? Nee, leider noch nicht. Hier rüber. Dann die Ratte hier mitnehmen. So, wir haben noch theoretisch Zeit für, also im Schnitt Zeit für 5 Bomben, brauchen aber nur noch 4. Oh Mann, die wird schwierig! Aber wir haben es geschafft. So, ein bisschen Nitro sparen. Eventuell nächste Waffe. 75. Aber schaffen wir, natürlich. Die Ratte kennt man ja. Aber mit 125 ist er nicht. Na kurz gleich! Naja, eine muss er noch, glaube ich. Aber wir haben ja noch 1,5 Minuten Zeit dafür, das geht eigentlich noch alles. Also ich hatte die Mission schwieriger in Erinnerung. Vielleicht weil ich da auch noch ein bisschen kleiner war und das nicht konnte. Das kann natürlich auch sein. Aber es war irgendwie immer so ein Suppenspiel, das habe ich immer. Das war wirklich das erste Spiel, was ich komplett durchgezockt habe. Ah ne, wir müssen gar keine Bombe mehr machen. Taka! Ah, das dynamische Duo rettet mal wieder die Welt. Kapelle, Musik! Weiter. Und wir haben den Fall RTW SOS. Ah ne, das Fahrzeug freigeschaltet, nicht den, okay, gut. Ja, ich würde sagen, ich verabschiede mich aus dieser Folge. Bis dahin, haut rein, ciao.